Mike Terranova, zunächst mal Glückwunsch zum Sieg 4-0 gegen TV Herkenrath. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, wie gerade halt schon gesagt, wir hatten einen mutigen Aufsteiger, der gerade erste Halbzeit keine 4 Tore schlechter waren. Wir haben halt früh das Tor gemacht, hatten die eine oder andere Chance. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch mal sagen, dass wir heute auch ein bisschen Spielglück hatten, weil TuS Herkenrath sehr, sehr gefährliche Standards hatten. Und ja, hatten auch ihre Torchancen. Und ja, und dann bin ich natürlich froh, dass wir dann auch so in der Halbzeit gegangen sind. Und das Entscheidende war natürlich, dass wir halt 5 Sekunden nach der Halbzeit das, was wir auch immer üben, halt da direkt das nächste Tor halt gemacht hast. Das gibt halt auch so ein bisschen Sicherheit, auch für die Spieler. Und ja, dann war es natürlich schwierig. Jeder, der Fußball spielt, weiß, wie es für einen Gegner dann halt ist. Wenn du kurz nach der Halbzeit so ein Ding kriegst, dann ist das einfach für den Kopf total schwierig halt. Und TuS Herkenrath ist auch jetzt nicht gerade in der Verfassung, ne, dass man dann halt sowas aufholt. Und dann haben wir es, glaube ich, souverän zu Ende gespielt, obwohl ich wirklich sagen muss, und das ist auch kein Spruch, dass sie sich schon gut verkauft haben, gerade erste Halbzeit. Ne? Sie hatten ja zuvor, also letzte Woche haben Sie bei der FCU 21 3-0 schon gewonnen, davor hatten Sie eine kleine, sag ich mal, Durststrecke. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation Ihrer Mannschaft? Ja, meine Mannschaft macht halt im Moment das halt, was sie halt kann. Erarbeiten sich viele Torchancen. Ich glaube, die hatten wir auch genauso in den anderen Spielen. Nur sind die Bälle halt leider nicht reingegangen. Aber von der Spielweise hat sich eigentlich nichts verändert, weil wir halt immer ja aggressiv spielen, nach vorne spielen. Und ja, im Moment haben wir halt ja so ein bisschen die Qualität. Und der 3-0-Sieg in Köln, der tat auch gut. Aber man sieht auch, die gewinnen heute 3-0 in Wiedenbrück, dass das auch keine so schlechte Mannschaft war. Und ja, heute war natürlich der Zeitpunkt der Tore halt wichtig. Und ja, ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt in den Lauf kommt und ja, fleißig Punkte sammelt. Okay, abschließend, Sie haben schon angesprochen, fleißig Punkte sammeln. Wo soll es noch hingehen mit RWO? Mit welchen Zielen werden Sie den Rest der Spielzeit bestreiten? Ja, erstmal geht es darum, halt sich zu stabilisieren. Wir wollen fleißig Punkte sammeln. Wir wollen am liebsten jedes Spiel gewinnen, aber ich glaube, das will halt jeder. Und ja, bei uns geht es jetzt wirklich darum, einfach zu beißen, gewinnen, 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 weil ich ja die Saison halt auch noch nicht abgehakt habe und im Fußball weiß selber, wie das ist, wenn man mal in so einen Lauf kommt. Aber dafür müssen wir auch so ein bisschen, also die Leistung natürlich bestätigen und natürlich auch ein bisschen Fußballglück haben halt. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.